herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Wir starten gleich mit einem topaktuellen Thema im Sommer, Photovoltaik. Viele Private überlegen sich, ob eine Photovoltaik zu Hause Sinn macht. Energieberater Alfred Mandl hat in einer kleinen Serie die Vor-, aber auch Nachteile und einige Mythen für Sie zusammengefasst. Ein wichtiger Punkt bei der PV-Anlage ist, dass auch die Module optimal verschaltet sind, dass es zu keinen elektrischen Überlastungen kommt. Des Weiteren sollte auch der Montageplatz des Wechselrichters gut durchdacht sein. Am besten ist es, den Wechselrichter dort zu montieren, wo keine hohen Temperaturen herrschen, zum Beispiel in einem Keller. Natürlich kann der Wechselrichter auch nordseitig im Freien unter einem Dach montiert werden. Auf keinen Fall sollte der Wechselrichter der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Trotz der normgerechten Installation einer PV-Anlage können Überspannungen, ausgelöst beispielsweise durch Blitzschläge, Schäden am Wechselrichter hervorrufen. Was die Garantien einer Photovoltaikanlage betrifft, haben die Module eine Leistungsgarantie von 85% der Nennleistung auf 25 Jahre, eine Produktgarantie von 15 Jahren. Der Wechselrichter, der die erzeugte Gleichspannung in netzkonforme Wechselspannung umwandelt, hat eine Lebensdauer von 12 bis 15 Jahren. Die meisten Hersteller haben eine Produktgarantie von 5 bis 12 Jahren beim Wechselrichter. Der Wechselrichter muss also in der Lebenszeit einer PV-Anlage mindestens einmal getauscht werden. Ein weiterer großer Vorteil der PV-Anlage ist, dass man die Größe des Kraftwerks ganz individuell auf sich ausrichten kann. Je nach Dachfläche, Verschattung, aber auch Stromverbrauch und Nutzerverhalten kann die Anlage größer oder kleiner geplant werden. Mittlerweile gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten, wie und wo die Anlage montiert werden soll. Es gibt Aufdach- und integrierte Indachanlagen. Man kann die Module auf die Fassade montieren oder auf Flachdächern aufständern. Es gibt auch mittlerweile ästhetische Photovoltaikmodule und auch Sonderlösungen wie PV-Ziegeln sind bereits im Einsatz. Photovoltaik ist nicht nur für Private ein aktuelles Thema, sondern auch für viele Unternehmen. Die Betreiber des InChoice in Saalfelden nutzen seit kurzem jeden einzelnen Sonnenstrahl aus. Wir haben sie am schönen Ritzensee besucht. Fitnessstudios haben von Grund auf durch die modernen Geräte einen hohen Energieverbrauch. Aus diesem Grund wird es immer wichtiger, dass auch hier in Sachen Energieeffizienz umgedacht wird. Viele Betreiber machen aus ihrem Studio ein sogenanntes Green Studio für ihre Kunden. Umweltschutz ist für uns natürlich ein zentrales Thema. Auf der einen Seite, weil wir schon in diesem wunderschönen Bereich sind oder in dem wunderschönen Land leben, das erhalten wollen und sollen für unsere Kinder und Enkel. Und ja, wir wollen definitiv unseren Beitrag dazu leisten. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir brauchen auch was für die Natur oder wollen was Gutes tun für die Umwelt. Und da macht die PV-Anlage natürlich Sinn. Wir haben nahezu 365 Tage im Jahr offen. Umweltschutz war auch hier die Initialzündung für das Umdenken in Richtung erneuerbare Energie. Gemeinsam mit der Salzburger Energieberatung ist man dann das Thema angegangen. Um eine gute Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage hier zu erreichen, ist es wichtig, die Anlage nicht auf die Spitzenleistung des Gebäudes auszulegen, sondern auf die Grundlast. Das ist also jener Strombedarf, der über viele Stunden im Jahr benötigt und gebraucht wird. Das heißt, für diese Anlage hier in Saalfelden sind da die ausgelegten 20 Kilowatt-Peak der Photovoltaikanlage in etwa ein Viertel der Spitzenlast der Anlage. Aber wie immer ist es oft nicht ganz so einfach und Not macht bekanntlich erfinderisch. Denn das Hausdach des Fitnessstudios ist leicht Richtung Norden ausgerichtet. Eigentlich ein No-Go für eine PV-Anlage. Doch hier war es möglich, die Anlage aufzuständern, sprich etwas aufzurichten und nach Südwesten auszurichten. Dadurch hat er folgende Vorteile: einen deutlich gesteigerten Ertrag, einen sehr guten Ertrag und im Winter sogar weitgehende Schneefreiheit, weil durch das Aufstellen der Platten sind diese sehr oft vom Schnee frei, weil der Schnee einfach abrutscht. Wir kontrollieren die Erzeugung eben über unsere Smartphone-App, was ganz simpel ist. Also ich habe die auf meinem Smartphone, meine Schwester natürlich auch. Und so schauen wir immer wieder Monat für Monat oder Tag für Tag, was ist die erzeugte Energie. Und seit ich diese App habe, schöpfe ich mein Dach sogar im Winter gern ab. Alle Informationen rund um PV-Anlagen bekommen Sie natürlich auch von der Salzburg AG, egal ob für Privat- oder für Gewerbekunden. Förderungen für Umweltmaßnahmen spielen bei der Entscheidung eine wesentliche Rolle. Wir haben Energieberater Hermann Grissner zu aktuellen Förderungen im Bereich Unternehmen und Gemeinden befragt. Förderungen sind natürlich immer interessant, besonders dann, wenn man sie braucht.
bzw. nutzen kann. Jetzt gibt es wieder tolle und aktuelle Förderungen. In aller Kürze. Es gibt die Bundesförderung Sanierungsoffensive 2020. Darin die Aktion Raus aus dem Öl, der Umbau oder die Umstellung von Heizsystemen auf umweltfreundliche Heizungen. Hier sind Förderungen von bis zu 8.000 Euro möglich, welche vom Land für Betriebe und Gemeinden nochmal um 50% erhöht werden. Außerdem gibt es die Bundesförderung zur Sanierung, zur thermischen Sanierung von Gebäuden. Hier sind Förderhöhen möglich von bis zu 30% der Investitionskosten. Das sind also möglicherweise viele tausend Euros, weil die Maßnahmen sehr, sehr umfangreich ausgelegt sind. Und weiters gibt es die Bundesförderung für Einzelmaßnahmen thermische Sanierung. Hier werden Pauschalsätze verrechnet zur Erneuerung von Fenstern, Türen, Dachdämmungen und dergleichen. Auch einige tausend Euro sind hier schnell drin. Die zweite tolle Beratung ist die Beratungsförderung des Umweltservice Salzburg. Üblicherweise fördert das Umweltservice Salzburg mit 50% der Beratungskosten. Jetzt für die Neuanmeldungen zwischen 1. Juni und 31. Juli werden 75% der Beratungskosten gefördert. Das heißt, ein Betrieb spart sich hier schnell 1.000, 1.500, vielleicht sogar 2.000 Euro an Beratungskosten. Alle Informationen zu diesen Förderungen und die dazu nötigen Beratungen erhalten Sie gerne bei uns, der Salzburger AG Energieberatung. Das war World Changer, das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Alle weiteren Informationen zur Energieberatung der Salzburger AG finden Sie auf unserer Webseite.